Hi miteinander, da sind wir wieder bei Alarm für Cobra 11. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir machen natürlich gleich den nächsten Fall. Es ist Tag 2 und die Autonome können gerade noch mal warten. Wir machen einen Krankenwagen und fahren. Ich habe es ja letzte Folge gesagt, mit was wir fahren. Mit dem. Genau, mit dem. Weil der so cool ist. Krasse Karre. Ja, ja. Und dann bin ich mal gespannt, was es mit meinem Krankenwagen auf sich hat. So. Telefon ist auch. Das heißt, wir kriegen wahrscheinlich gleich einen Anruf. Und das Rot gefällt mir. Ja. Rufnummer unbekannt. Hallo? Hi, Rico. Du wolltest doch noch einen Job. Ach, hi. Ja, sicher. Was für ein Modell soll's denn sein? Ich brauche schnellstmöglich einen Krankenwagen. Kannst du den besorgen? Wie jetzt? Einen echten? Ja, sicher. Einen echten. Kannst du oder kannst du nicht? Ja, klar kann ich den besorgen. Dann bis später. Na prima. Unsere Autoschieber wollen einen Krankenwagen. Was? Super Sache. Ja, du weißt schon. So einen mit Blaulicht. Ich weiß, was ein Krankenwagen ist. Ich meine, wozu? Keine Ahnung. Vielleicht finde ich das noch raus. Bin gespannt, was die Chefin sagt, dass wir einen Krankenwagen brauchen. Nee, besser nicht den Dienstweg. Diese Autodiebe beobachten mich vielleicht, weißt du? Und wenn wir da was drehen, dann finden die das womöglich raus. Du meinst, wir sollten jetzt tatsächlich einen Rettungswagen klauen? Yep. Den brauchen wir dann allerdings selbst, wenn die Chefin Wind davon kriegt. Yep. Okay, mir klauen also was. Hab gerade nur gedacht, ja, wenn die Diebe schadet, dann hätte sie eh schon gemerkt. Naja. Was muss ich machen? Warte, muss ich. So. Ah. Tja, wo klauen wir jetzt einen Krankenwagen? Tja, Krankenhaus, Feuerwehr, Flughafen. Such dir was aus. Okay, du, dann setze ich dich bei der nächsten Krankenwagenvermietung ab. So, dort müssen wir rumfahren. Und ich zeige euch, wenn wir gerade dran sind, zeige ich euch noch einen Bug. Guckt mal. Ich kann im Boden rumfahren. Cool, gell? Ja, da hat wohl irgendein Weltdesigner geschlampert. So rum geht's nicht, bloß andersrum. Naja. Da steckt man einfach mal im Boden fest. So, und jetzt fahren wir da mal ganz schnell rüber. Vollbremsung, links. So. Und dann gucken wir nochmal Krankenwagen und liefern den dort ab, wo wir noch bringen sollen. Was wir noch gar nicht wissen, wo das sein wird. Uiuiui. Ich hab rasant hier. Heide nein. Und schon ist das Schadensmodellimit fast ausgereizt da oben. 12 von 15. Das wird ein bisschen kritisch. Hoppla. Uiuiui. So, jetzt fahren wir da nicht gleich vorbei. Rechts ist nämlich die Dingsstrecke, die Offroad-Rennstrecke, wo ich mal erwähnt habe in der letzten Folge. Aber da will man natürlich jetzt nicht, da jetzt Auto bloß noch mehr kaputt gehen. Wir fahren lieber da nicht kontrolliert. Irgendwo auf der feste Straße. Weil es da bestimmt nicht so arg kaputt geht. Ja. Zumindest richtet man nicht so viel Schade auf, vielleicht. Ach, da ist es ja schon. Hui. So, Hallöchen, Krankenwagen. Können wir mal ganz easy peasy mitnehmen, oder? Weiter. Alles klar, den nehme ich. Ich würde zu gern wissen, wozu die einen Krankenwagen haben wollen. Der mich ehrlich gesagt auch interessiere. 3% Schade und 1 Minute 40 Zeit. Okay, Nitro, oh mein Nitro, das ist gut. So. Dann fahren wir mal Highspeed mit dem Krankenwagen. Durch die Gegend. Schon verloren. Ach nö, ey. Ja, egal. Fahren wir trotzdem weiter. Nehmen halt einen Stern weniger, was soll's. Gut, ich hoffe, dass wir es überhaupt erreichen in der Zeit. Unser Ziel. Hoppla. Ach, wir müssen wahrscheinlich an den Hafen, ja, dann geht's. Der ist ja da vorne gleich. Das sieht man schon, gell? Sehen wir auch? Ich sehe ihn auch. Sowas aber. Oh, das Ding ist viel zu langsam. Das ist ja gleich verreckt, bis man da ankommt. 800 Meter. 700 Meter. Naja.
Auf der Rennstrecke will ich jetzt nicht gerade mit dem Fahrer, aber auf der Rennstrecke waren wir auch letzte Folge schon. Das heißt, ein bisschen Abwechslung schadet auch nicht, gell? Ja, jetzt da vorne rechts. Oh, 6%. Jetzt wird es brenzlig. Wenn man jetzt nochmal was berühre, dann ist es vorbei. Und wir haben bloß 15 Sekunden Zeit und müssen auf das Schiff fahren. Wir müssen auf das Schiff bis zur Bremse. Aber nicht sag. Und ja, das müsste reichen. Nicht schlecht. So, perfekt. Den hast du aber sehr schnell abgestaubt. Naja, das Modell ist nicht gerade exklusiv. Dafür ist der Auftraggeber sehr exklusiv. Wozu braucht er einen Krankenwagen? Wenn mich das schon nichts angeht, dich erst recht nicht. Oder bist du ein Schnüffler? Hey, glaub's mir. Nee, meine Neugier ist genetisch bedingt. Kann gar zeigen. Dann bin ich jetzt neugierig, was du zu dieser Liste sagst. Liste? Ein Kollege ist geschnappt worden. Du übernimmst seine Liste. Alles exklusive Modelle, die wir liefern sollen. Kriegst du das hin? Wow, das sind aber ein paar. Halt dich ran. Wir sehen uns dann wieder, wenn du alle geliefert hast. Okay. Im Menü Ben Undercover findest du die Liste der Fahrzeuge, die du für die Autoschieber klauen sollst. Gucken wir uns gleich mal an. Wo war das jetzt? Ben Undercover, hier. Die ganze Autos müssen wir klauen. Und ja, das dürfte wahrscheinlich gar nicht so leicht gehen. Wir machen jetzt aber erstmal nochmal einen Fall. Und zwar nach langer Zeit endlich mal die Autonomen. Fahren wir mit dem, sehen wir so ein BMW. Gut, mir der auch den BMW Sport nicht mehr kennen, das wäre natürlich cooler. Ben, sehen wir, kommen Sie bitte kurz in mein Büro. Unsere Chefin klingt dort irgendwie streng. Ab heute wird auch die Autobahnpolizei in Bereitschaft versetzt, um den Ablauf der Wirtschaftskonferenz zu sichern. Die örtliche Polizei hat zwar Protestaktionen und Demos eingeplant, es hat sich aber inzwischen herausgestellt, dass wohl deutlich mehr Konferenzgegner als erwartet kommen. Wie können wir ohne Vorbereitung eingebunden werden? Es gibt vermehrt Hinweise, dass sich in der ganzen Stadt Autonome versammeln. Jetzt schon? Die Weltwirtschaftskonferenz ist doch erst in ein paar Tagen. Noch ist es zu keinen Ausschreitungen gekommen, aber wir sollten vorsorgen. Fahren Sie in Frage kommende Gebiete ab und protokollieren Sie, wo sich die Autonomen aufhalten. Alle Streifenwagen haben diese Anweisung. Die Daten werden gesammelt, um festzustellen, inwieweit die polizeilichen Maßnahmen verstärkt werden müssen. Geht klar. Okay, das machen wir auch, die Autonomen. Um mal schön den Bildungsauftrag zu erfüllen. Autonome sind Linksradikale. Autonomen, also die Autonomen, sind keine Nomen, die im Zusammenhang mit Autos stehen. Also Nomen, Namenswörter für die Grundschüler von euch, falls es gibt. Also Autonomen ist nicht zum Beispiel Gurt, Sitz, rechter Außenspiegel, Windschutzscheibe, rechtes Hinterrad, linker vorderer Blinker. Das sind zwar Autonomen, aber nicht Autonomen. So. Okay, dann lasse ich so, das hier sind schon mal Autonome. Hier sind Autonome, ja, Autonome. Super. Nee, nehme das nicht so ernst, dass ich gerade von Schrott geschwätzt habe. Ich schwätze öfters mal Schrott, gell? Und ich habe selber nicht genau definieren können. Ich habe gewusst, dass es irgendwelche Radikale sind, aber nicht, dass es Linksradikale sind. Also aber Autonome. Ich kann hier kein Lager entdecken. Das habe ich auch erst googeln müssen, weil eigentlich bin ich gar nicht so schlau. Ja. Oh, links. Fahren wir links den Buckelhof und dann da nach rechts. So. Haben wir jetzt sogar Nitro und wir sollen uns ein bisschen beeilen. Kriegen wir aber noch. So, wollen wir bremsen. Wollen wir andersrum driften. Und dann wieder. Oh, komm, schalt doch den Gang. Boah, wenn wir da mit. Wenn wir da mit Handschaltung, mit automatischer Schaltung, was ich normal immer fahre in dem Spiel, und Nitro fahre, dann schaltet der Ninuf. So, dann, was ist da los? Da ist auch. Hier haben sich die Autonomen einen schönen Platz ausgesucht. Direkt unter der Kirche. Sowas. Oh, das war aber knapp. Oh, jetzt haben wir einen Sternabzug gekriegt und kriege gleich nochmal einen Abzug, sobald wir nochmal das Schild hier umfahren oder sowas. Zum Beispiel die Laterne. Nee, doch nicht. Die war noch im Budget. Okay.
Jetzt hätte ich mir noch einen Sternabzug gekriegt. Ach, Manu. Ja gut, das war wahrscheinlich auch der Jörder das Gestell, Mann. So, so. Und es wird auch schon wieder Nacht, wie er bestimmt nur gar nicht bemerkt hat. Natürlich hat er es bemerkt. Noch ein Lager. Bewusst, aber er hat es bemerkt. So. Es wird Nacht, das heißt, der zweite Tag von Story ist auch schon fast vorbei. Und da es vorhin geheißen hat, also das heißt vorhin, damals, einst, als ich Part 1 aufgenommen habe. Wer nicht kennt, geht jetzt sofort googeln. Tschüss. Mann, wo die überall herkommen. Hat's Kaiser eine Woche vorher, vor dem großen Ereignis, auf das ich mir hinarbeite. Das heißt, Tag 2 von einer Woche, das ist ja schon 2/7 vom ganzen Spiel. Huiuiui. Oder geht's dann auch noch weiter, wer weiß. Hoppla. Schön zerlegt. So, dann fahren wir da noch. Klingt es ruhig. Nur 40 Sekunden und zwei Dinger, okay. Sollten wir uns eventuell ein bisschen sputen. So. 26 Sekunden. Da fahren wir nochmal irgendwelche Autos kaputt. Ja, passt schon. Nie träumen kann es mehr. Das muss ich erst wieder aufladen. Naja. Ich glaube, wir schaffen es nicht. Dann dürfen wir es nochmal machen. Cool, gell? Oder schaffen wir es? Keine Ameisen. Nee, wir schaffen es nicht. Zumal ich mich verfahren habe. Na toll. Dann machen wir es halt nochmal. Ich werde es jetzt wieder vorspulen, weil es sonst so langweilig ist. Es geht ja aus andere Parts von Cobra 11. Also aus alte Teile. Zum Beispiel Nitro. Oder Crash-Time. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen komisch klingt. So, wir müssen uns da ein bisschen besser konzentrieren. Und, ach Mann, ey, kann das sein? Was ist los? Oh, die Bank, die Bank. Die ist kein Schrank. Schrank. Ich hab dich auch noch einen schönen Platz ausgesucht. Oh, ein schöner Standardzug gekriegt, 2-3. Muss ich nicht bleiben, wenn ich so einfach. So, da oben links ist der Wecker aus der ersten Mission. So. Da vorne ist der nächste. Die Ampel ist rot, aber ich bin noch nicht tot. Toll, ein Gedicht. Oh, oh, wo herkommen? Geht's mal ein Stern, wenn wir dran fliegen, dann ist es zwei, dann müssen wir nochmal machen. Wenn du das willst, dann nicht, weil es so gut ist. Nur mit dem Stern fliegen. Absolut fliegen wieder. Und deshalb fahren wir zum Lernenhof, wie gesagt, zu sonst. So, die Idee ist ruhig, jetzt müssen wir mit dem Fliegen, weil das heißt, die Chance ist größer als vorhin, dass ich schaffe. So, dann mal links. Gehen wir von Grad. Oh Mann. Jetzt können wir richtig fahren, bitte. Und die Dings mehr bitte. Oha, oha. Oh nee. Ey, wir schaffen das nicht. So schlecht bin ich doch nicht, oder? Manchmal vielleicht schon. 20 Sekunden, kriegen wir uns mal. Könnte relativ knapp werden. Ameisen? Was war Ameisen? So, da sind wir wieder übrigens, gell? 10 Sekunden. 5 Sekunden. Haben wir genug? Oh, das denke war schon. Aber wieder auf der letzte Trigger. Nein, nein. Ach ja, egal, wenn es ja vorgespult geht. Und es geht aber noch weiter. Das heißt, wir machen noch weiter. Verdammt, was war das denn? Einer der Wagen, der gerade an uns vorbei ist, hat was aus dem Fenster verfolge geworfen. Verfolge denn? Bei der Entzündung kann es keine Zigarette gewesen sein. Alle dem noch. Nee, ich tippe auf eine Brandbombe. Na, die Jungs ziehen wir mal ganz schnell aus dem Verkehr. Ein Schuss von 12, Hämmer. Komm. Das Autovisier funktioniert nicht immer. Nicht auf jede Distanz jedenfalls. Oh, da zum Beispiel nicht. Oh, so natürlich auch nicht. Hallo? Oh Mann. Ich muss so das nächste Mal echt schnell das Auto nehmen. Hoppla. Komm, 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 komm. Ach du doofes Visier, ziel doch jetzt richtig. So, jetzt aber. Komm. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zentrale für Cobra 11? Da haben wir's. Wo brennt es? Uhu.
Hier, wir haben Autonome gestoppt, die Brandsitze aus dem Wagen geworfen haben. Schickt ein paar Wagen, um sie abzuholen. Sind gleich unterwegs. Meine Güte, wenn die Typen so weitermachen, das wird noch eine lustige Konferenz. Ja, die hätten sie besser auf irgendeinem Pazifik-Atoll veranstaltet. Okay. Hä? Ach so, da hat man halt Wahlkit, was man machen kann. Okay, passt schon. Dann hätte man das geschafft. Und wie es weitergeht, weiß nicht, ob an dem Tag noch was passiert oder am dritten Tag erst, werden wir dann sehen, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Macht's gut und schaltet am besten wieder ein, weil sonst verpasst ihr was. Und tschüss.